Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Combat Mission Battle for Normandy in der nächsten Mission unserer Road to Monburg Kampagne Neville or Plain, wo wir uns infanteristisch, hauptsächlich infanteristisch, auf einen Ort zubewegen, den wir vielleicht schon kennen. Dem einen oder anderen könnte er bekannt vorkommen und ich würde sagen, wir springen gleich mal rüber ins Intro und dann ins Briefing und schauen dann mal, was wir uns heute so ausdenken, wie wir auf den Gegner vorgehen. Legen wir los. Beginnen wir wie immer mit dem Briefing Lager 8. Juni 6:05 Uhr. Neville or Plain. Mit dem gesicherten St. Mary Cleese im Rücken und dem rechtzeitigen Eintreffen von Verstärkung kann das 7. Korps auf die Linie Querville-Leham vorstoßen, das für den 0. Tag anvisierte Ziel. 5 Regimenter sollen an der Küste im Osten nach Norden bis zum Fluss Medere im Westen vorstoßen. An diesem Vorstoß beteiligt sind die 3 Regimenter der 4. Infanteriedivision, 8., 12., 22., das 505. Regiment der 82. Airborne und das 2. Bataillon der 325. Fallschirmjägerregiments. Die westliche Hälfte des Ziels ist dem 8. Infanterieregiment zugewiesen, die das Gebiet zwischen Monteburg und dem Bahnhof von Monburg einnehmen soll. Das 505. Parachute Infantry Regiment mit dem 2. Battalion des 325. Glider Infantry Regiment soll das Hochland zwischen dem Bahnhof und Le Ham einnehmen. Das 2. Battalion, 8. Infanterieregiment, macht den Absprung am frühen Morgen von St. Mary Cleese und stößt entlang der Landstraße vor. Sie gerieten schnell unter Artilleriebeschuss, aber der erste wirkliche Widerstand wurde Neville or Plain geleistet. Das Dorf war in den ersten beiden Tagen der Invasion bereits 3-mal umkämpft worden und so stießen die Truppen des 2. Battalion, 8. Infanterieregiment, am frühen Morgen zum 4. und letzten Mal mit den deutschen Verteidigern zusammen. Einsatz: Das 2. Battalion 8th Infantry Regiment muss das Dorf Neville or Plain angreifen und einnehmen. Eigene Teile: Die Fox Company greift das Dorf von Süden her an. Zur Unterstützung stehen bereit 4th Cavalry Squadron Troop B, 2. Platoon HQ mit M8 Armored Car und Jeep, 1st Section Recon mit M8 Armored Car Early und Jeep, 2nd Section Recon M8 Armored Car Early und Jeep. Dazu 2 M8 HMCs. Die folgenden Artilleriemittel stehen zur Verfügung: Mörser des Bataillons, 2 Sections, 2x81 mm Mörser. Feindliche Teile: Die deutschen Verteidiger verstecken sich im Dorf Neville or Plain. Es handelt sich um die Überreste der Truppen, auf die wir bereits am Vortag nördlich und westlich von St. Mary's gestoßen sind. Infolge dieser Kontakte mit unseren Truppen sind sie zahlenmäßig stark dezimiert und ihre Moral ist in einem schlechten Zustand. Verhörte Gefangene deuten darauf hin, dass sich in dem Dorf eine gesamte Kompanie feindliche Truppen befinden könnte. Sie müssen einen Weg zum Dorf durch die zahlreichen umzäunten Felder sorgfältig wählen. Übernehmen Sie die Kontrolle über die beiden auf Ihrer Tech-Karte markierten Ziele. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht am südlichen Kartenrand bewegen, da die Einheiten sonst verloren gehen könnten. Sie haben 50 Minuten Zeit, um Ihr Ziel zu erreichen. Nun gut, das passt soweit, würde ich sagen. Gucken wir einmal ganz kurz auf die Tech-Map. Da sehen wir Le Chaton und Grandmont. Und würde sagen, damit gehen wir jetzt erst einmal auf den Überblick, wo wir unseren Plan einmal vorstellen. Nun gut, starten wir erstmal sehr, sehr simpel. Also, wir werden zuallererst einmal hier unten Stellung aufbauen. Ah. Ich muss hier so ein bisschen über den Kreuz arbeiten, deswegen wundert euch nicht, dass die Linien noch schlimmer werden als sonst. Genau, und werden dann gleichzeitig auch hier eine Stellung haben. Hier haben wir das 4th Platoon sitzen. Initial werden wir hier das 3rd Platoon sitzen haben. Hier drüben haben wir das 2nd
verstärkt durch Pioniere und hier drüben dann das First durch Pioniere verstärkt und auch durch Kavallerieelemente. Das heißt, wir werden die Kavallerie quasi in Truppstärke, sage ich jetzt mal, oder eher in Gruppenstärke oder in Squadstärke, wenn man so will, Section hier drüben mit einsetzen und aber auch an dieser Stelle. Das heißt, die Kavallerie wird an dieser Stelle versuchen, Geschwindigkeitsvorteil auszunutzen und bereits hier vorne aufzuklären. So der Plan. Die POs werden hauptsächlich First und Second Platoon supporten, werden aber hier eine Schneise schneiden. Durch den Zaun oder durch die Bocage kommen wir nämlich sonst eigentlich nicht durch. Wir werden jetzt hier aber eine Schneise öffnen. Und daraufhin wird dann, ja, blau, wird dann Third Platoon zusammen mit der Kavallerie den Sprung auf der rechten Seite des Feldes vornehmen, um letztendlich diesen Bereich hier oben, also das hier ist Aufgabengebiet, letztendlich vom Third Platoon verstärkt durch die CAF. Second Platoon wird das Ganze supporten, indem sie hier eine Base of Fire am Anfang legen, falls der Gegner hier an dieser Bocage sitzt, wird aber letztendlich dann den Hauptstoß durchführen mit dem First Platoon. First Platoon wird sich zusammen mit Second Platoon über diese Seite durcharbeiten. Da wir die Pioniere dabei haben, ist das nur halb so schlimm und wird sich dann letztendlich aufsplitten, einen Stoß Richtung L'Enchanton und Rasmont. Die beiden sind also primär Aufgabenfeld First, Second, immer mit gegenseitigem Support natürlich. Der Vorteil, wenn wir den Teil hier oben nehmen, ist, dass das Third Platoon, Second Platoon supporten kann, gegebenenfalls auch mit der Kavallerie, während dann letztendlich First und Second Platoon entlastet werden, weil wenn Second Platoon durch Third Platoon supported wird, kann Second Platoon stärker First Platoon supporten und wir können dynamischer reagieren, sollten wir irgendwo auf Probleme stoßen. Natürlich ist das Ganze am Ende des Tages wieder sehr dynamisch zu sehen. Das heißt, ihr wisst, dass ich mich da nicht so ganz fest schieße. Letztendlich ist für uns erst einmal wichtig, dass wir die einzelnen, ich sag jetzt mal, Facelines, die für uns relevant sind, erwischen, dass es einmal, oh Gott, das ist aber, das ist einmal hier der Teil, ja, dann später dieser Teil und dann letztendlich hier, um von hier aus den letztendlichen Angang zu machen. Das sind für uns quasi die reellen Facelines. Ich nummeriere sie einfach nur durch. Ja, wer sich da jetzt Namen zu ausdenken will, der ist herzlich dazu eingeladen. Auf der rechten Seite haben wir das so nicht, weil wir auf der rechten Seite nicht mit aller Gewalt durchpushen werden. Jedenfalls ist das erstmal nicht beim Plan. Sollten wir auf der rechten Seite auf zu starken Widerstand stoßen, werden wir das Third Platoon einfach einziehen und mit beim First und Second einsetzen, um letztendlich den Vorgang auf der linken Seite stärker zu supporten. Die Kavallerie wird quasi hier als mobile Gun-Plattform mitfahren und quasi den schweren Zug, der jetzt auf der rechten Seite gebunden ist, besser ausgleichen, während wir natürlich auch wie immer die Mörser bei den einzelnen Platoons anhängen. Soweit der Plan. Ich denke, dass das hier drüben gefährlich werden könnte,
Aber ich möchte mich auch nicht auf lange Distanz mit deutschen Maschinengewehren und möglicherweise Pax auseinandersetzen. Deswegen halte ich auch das hier für gefährlich. Und ich würde sagen, wir springen einfach erst einmal schon mal rüber auf die Karte. Da erkläre ich die ersten Befehle. Und dann erkläre ich auch, warum wir vielleicht aus der letzten Mission das eine oder andere kleine Problem mitbringen. Nun gut, genau, wir sehen das hier. Ich habe alle schon so ein bisschen Position gebracht. Fangen wir einfach auf der rechten Seite an, weil ich da auch angefangen habe. Wir haben hier unseren schweren Zug. Der supportet hier. Natürlich haben wir aber auch hier die Kavallerie, die dann letztendlich vorgehen kann. Und wir haben hier einen DM8 und wir werden hier vorne kräftig reinhämmern. Anschließend werden wir dann in ungefähr 45 Sekunden langsam mit dem ersten Jeep vorfahren. Warum mit dem Jeep und nicht mit dem M8 ist einfach, dass ich denke, dass der Jeep hier erstmal die bessere Wirkung hat und vor allem ziehen diese Dinger feindliches Feuer an und ich verliere lieber einen Jeep gegen einen Panzervernichtungstrupp als ein Armored-Car. So der Plan. Die supporten, klar, die haben hier keine Mörser dabei und hier davon zu sprechen, dass hier der Zug sitzt, ist ein bisschen weit, weil dadurch, dass im Third Platoon hier das MG fehlt, die haben ja kein eigenes, bekommen die das vom Fourth Platoon und haben den Mörser und das heißt, vom Fourth Platoon ist halt eigentlich, ja, nicht viel da, ne? Ich habe erst überlegt, ob ich hier den HQ-Trupp zum Beispiel absitzen lasse und hier mit hin, aber eigentlich ist es unnötig. Weil wir haben hier noch das XO-Team, die sollen hier den ganzen Bums so ein bisschen mit begleiten. Ich denke, dann ist das ausreichend. Gut, hier sehen wir die POs, die brechen dann am Ende des Tages durch, um dann ab Runde 2 für das Third Platoon einen Durchgang zu schaffen, damit die hier durchgehen können. Wir machen hier erstmal ganz ruhig. Die nehmen die Bocage in Besitz, sehen zu, dass wir Sicht bekommen, sehen zu, dass wir erstmal in der ersten Runde überall da sitzen, wo wir hin müssen. Zeitmäßig denke ich, kommen wir gut hin in dieser Mission, wenn wir vorsichtig, aber eilig vorgehen. Und dementsprechend denke ich, ist hier erstmal in Position zu gehen wichtiger. Genau, die Pioniere, der erste Trupp ist hier drüben beim Third Platoon, geht hier mit vor. Geht dann anschließend, wenn die Bocage gesprengt haben, über zum Second Platoon. Da ist die andere Hälfte der Second Section. Und dann geht letztendlich die First Section geht mit First Platoon mit. Der Grund, warum die weiter keine Pionierunterstützung bekommen, ist, dass sie sie eigentlich nicht mehr brauchen. Wenn wir hier durchgehen, haben wir immer wieder Öffnungen in der Bocage, ob hier ein großer Eingang. Oder hier ist, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle die Möglichkeit durchzukommen, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber der Plan ist ja letztendlich hier durchzugehen. Ich weiß nicht, ich denke, dieses gehofft, möchte ich mich nicht so gerne drum zanken. Wenn der Gegner drin sitzt, könnte das schon ein Grund sein, das Third Platoon einzuziehen. Sollte das aber nicht der Fall sein, dann können wir hier nämlich schön mit dem Third Platoon durch, können uns hoffentlich über diese Straße bewegen. Hier hinten die Bocage einnehmen und haben von hier eine schöne Base of Fire auf Le Château, um das wieder einzunehmen. Werden wir sehen. Ich möchte da noch gar nicht, ne, sagen, so machen wir es, weil wir das nicht wissen. Ja. Vielleicht erkennt es ja der eine oder andere wieder. Wir hatten ja hier schon mal das Vergnügen und wer weiß, hier müsste theoretisch irgendwo noch eine Pack rumfliegen, glaube ich. Also wenn sie da noch stehen würde. Ihr wisst, was ich meine. Doofer Scherz. Genau. Second und First Platoon gehen über die linke Flanke. Auch die bräuchten jetzt nicht so zwangsweise Pioniere, es sei denn, wir treffen auf ein Minenfeld, sondern wir werden dann versuchen, mit First Platoon hier diesen Winkel zu nehmen. Second Platoon diesen Teil. Dann First Platoon hoffentlich zu dieser Bocage-Schicht durcharbeiten, dann mit den Pionieren hier eine Öffnung schaffen, diesen Teil nehmen, von dort aus gegebenenfalls hier diese Gehöfte nehmen. Das hier ist dann gegebenenfalls was für Pioniere oder Späher, dort den Gegner anzugehen, falls welcher dort sitzt und dann letztendlich zu räumen. Das könnten aber auch gut die Armored Cars machen, wenn sie eine Möglichkeit finden, hier rein zu wemsen.
Ja, zum Beispiel von dort einfach mal ein paar Schuss Kanister Munition rein und da ist auch schnell Ruhe im Salon. So auf jeden Fall der Plan. Ich denke, das sollte auch soweit ganz gut funktionieren. Wird sich am Ende des Tages zeigen, wie stark der Gegner ist. Wir sind ja hier selber nur in etwas verstärkter Company Size aktiv, was natürlich bedeuten kann, wenn wir hier auf einen ebenbürtigen Gegner stoßen, der gegebenenfalls sogar Minen- und Panzerunterstützung hat, das wissen wir alles nicht. Deswegen auch keine großartige, ja, Feindbesprechung. Wir wissen gar nichts über den Feind. Das ist negativ für uns. Ändert aber nichts daran, dass wir hier mitarbeiten müssen, wenn es bereits Teile sind, auf die wir in der Vergangenheit gestoßen sind. Also wie bei der letzten Mission, der Gegner aus Teilen beschäftigt, zusammengesetzt ist, mit dem wir uns schon beschäftigt haben, dann haben wir hier gegebenenfalls gute Chancen, ihn zu vernichten, weil wir bisher den Feind immer sehr stark reduzieren konnten. Und da denke ich, haben wir dann gegebenenfalls gute Chancen. Mal sehen. Soll der Tag nicht vor den Abend loben, wenn wir hier auf Pax, Mörser und Panzer treffen, wird das Ganze noch böse. Werden wir sehen. Stux könnte auch noch so ein Ding sein. Müssen wir dann einfach sehen. Gegebenenfalls müssen wir dann unsere Pläne in der Art und Weise anpassen. Aber das ist es. Dynamisch sein, die Situation ändern. Nichts ist so. Nichts ändert sich so schnell wie die Lageänderung. Ja. Leben in der Lage, wie der Alex immer so gut sagt, hat er ja auch recht. Das heißt, wir machen das Beste darauf und versuchen uns nicht zu sehr zu versteifen. Ah, damit würde ich sagen, können wir eigentlich den ersten Zug ablaufen lassen. Ne? So lang war es, glaube ich, bisher nicht. Lassen wir einen Zug ablaufen, dann sehen wir ja gleich, ob es gleich am Anfang krachen geht. Eine kleine Überraschung habe ich noch, die ich noch ansprechen muss. Wir werden gleich zu Beginn Artillerie. Wir werden vorbereitendes Artilleriefeuer einsetzen. Und zwar zum einen hier auf diese Position, gleich zum Anfang. Und zum anderen dort. Weil das für mich Positionen sind, die jetzt anfangs uns ausbremsen könnten und wo ich Feind erwarte. Und gerade hier auf der Seite könnten da auch Panzervernichtungstrupps sitzen, die verhindern, dass wir mit unseren Kavallerieelementen hier durchkommen. Wenn wir erstmal hier mit den beiden Armored Cars stehen, können wir hier sehr gut auf beide Seiten Feuer aufbringen. Und da bin ich dann guter Dinge, dass wir dann den Gegner vernichten können. Ich habe mir zwischendurch auch überlegt, ob wir hier oben Feuer drauf bringen, weil das wäre eine Position, die wir jetzt möglichst zeitnah aufklären müssen, ob da eine Pack steht. Weil gerade hier würde sich das für den Gegner anbieten, ja, zum Beispiel hier an der Stelle eine Pack zu positionieren, weil wir sowohl die Straße runter sichern könnten, als auch in diese Richtung Pack mit, ich sag jetzt mal, Sandsäcken wäre an dieser Position sicherlich nicht das Schlechteste. Das wäre dann aber typisch Point Fire geworden und das wäre mir dann zu sehr raten. Vielleicht liege ich damit am Ende auch falsch. Und ich würde sagen, wir machen den ersten Zug und dann geht's los.
Nun gut, das war aber ein schöner erster Zug. Es ist uns ausnahmsweise nicht alles um die Ohren geflogen. Und können jetzt dann im nächsten Zug, beim nächsten Part dann hier mit dem Third Platoon so langsam loslegen. Und können auch hier drüben aufklären. Also ich denke, wir haben gute Grundvoraussetzungen geschaffen. Was haltet ihr von diesem Plan? Seid ihr der Meinung, das kann aufgehen oder geht das in die Hose? Ich bin gespannt. Gerne Feedback in den Kommentaren oder auch gerne auf dem Discord. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid bei Combat Mission Battle for Normandy in der Kampagne Road to Monburg. Oder am Mittwoch geht es weiter mit Combat Mission Black Sea. Auch da sehr spannende Mission aktuell. Ist noch nicht so ganz losgestartet, aber ich denke auch da wird es noch brenzlig. Und am Wochenende sonst Command Modern Operations Zero Strike 2022. Ja, der kleine Strike, der ziemlich groß wurde. Ein spannendes Thema. Nichtsdestotrotz, wir machen jetzt den Deckel drauf. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Glück auf und hallo nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like sehr freuen oder auch ein Abo. Wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, drückt die Glocke und dann gibt es hier drüben noch ein weiteres Combat Mission Video für euch und hier unten die Playlist zu dem gesamten Gefecht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund, ich wünsche euch was, ciao, ciao.